Die Geschichte der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend beginnt 1943. Der Zweite Weltkrieg tobt seit 4 Jahren. Die Elitetruppe besteht aus rund 20.000 Rekruten. Die meisten sind um die 17 Jahre alt. Die Alliierten nennen den Verband aus Teenagern auch The Baby Division. Die jungen Soldaten kommen in der Normandie zum Einsatz, wo die Westalliierten am 6. Juni 1944 landen. Nur jeder zweite Rekrut der Baby Division wird den Krieg überleben. Einige begehen grausame Morde und werden später als Kriegsverbrecher angeklagt. Die jungen Männer sind im NS-Staat aufgewachsen und haben seine Ideologie völlig verinnerlicht. Viele von ihnen sind fanatisiert. Und sie sind dazu bereit, für Adolf Hitler, den sogenannten Führer, zu kämpfen und zu sterben. Deutschland, heil! Nur wenige von ihnen wollen über die damalige Zeit sprechen. Die, die es tun, gewähren uns Einblicke in die überschattete Vergangenheit einer verlorenen Generation. Was blieb in Erinnerung? Welche Träume hatten sie? Welche Ziele? Und warum waren sie von ihrer Sache so überzeugt? Wie so viele Tragödien des Zweiten Weltkriegs beginnt auch diese mit Adolf Hitler. Die vernichtende Niederlage in der Schlacht um Stalingrad im Februar 1943 ist ein Schock für die Wehrmacht. Hitler jedoch glaubt weiter an den Endsieg. Und das, obwohl die 4 Kriegsjahre bereits das Leben von 3 Millionen deutschen Soldaten gekostet haben. Seine Armee ist geschwächt und braucht frisches Blut. Die Idee, eine SS-Division aus Mitgliedern der Hitlerjugend aufzustellen, wird von Heinrich Himmler vorangetrieben. Er ist Reichsführer SS, Chef der deutschen Polizei und Hauptorganisator des Holocaust. Die Hitlerjugend liefert bestes Soldatenmaterial für die Waffen-SS. Hitler für den Plan zu gewinnen ist leicht. Die Idee passt in sein Weltbild. Himmler notiert: Der Führer war begeistert und bat mich, Freiwillige zu rekrutieren. Da habe ich Plakate gesehen. Auch du. Man hat dich an der Ehre gepackt. Warum gehst du nicht auch zur Waffen-SS? Deswegen du auch. Erich Bissoir ist 17, als Himmler seinen Propagandafeldzug beginnt. Er ist in Nazi-Deutschland aufgewachsen, war mit 14 in der Hitlerjugend und glaubt an deren Ideale. Wir wurden so erzogen. Wir sind ein deutsches Volk und habt keine Angst vor niemand. Und das war ja auch der Grund, warum ich mich letztendlich auch freiwillig bei der Waffen-SS gemeldet habe. Tausende junge Männer machen es wie Bissoir. Sie sind keine Kinder mehr, aber auch noch nicht erwachsen. Sie wollen ihren Mut beweisen und sind bereit, ihr Zuhause vorzeitig zu verlassen. Mein Vater war vielleicht ein bisschen stolz, aber meiner Mutter hat es gar nicht gefallen. Aber sie konnten mich nicht zurückhalten. Selbst wenn die Eltern dagegen sind, der NS-Staat erlaubt es Minderjährigen, auch ohne elterliche Zustimmung einzurücken. Frühjahr 1943, der Krieg tobt auf der ganzen Welt. Für diese Jugendlichen sieht es so aus, als ob sie ein großes Abenteuer erwartet. Ein bisschen wie in den Liedern ihrer Kindheit.
Aber Himmler kommt nicht auf die gewünschten 20.000 Rekruten für sein Projekt. Darum sucht er auch außerhalb der Hitlerjugend nach Freiwilligen. Hans Baumann gehört zur zweiten Rekrutenwelle. Bis er begreift, was ihm geschieht, ist es schon zu spät. Die Polizei macht eine Werbeaktion. Da bin ich hingegangen. Ja, ich möchte zur Polizei, meine Antwort. Ja, sagte, wenn Sie das wollen, müssen Sie erst mal 4,5 Jahre bei der Waffen-SS dienen. Hab ich gesagt, gut, kannst du machen. Das war allerdings ein Köder, wo die Jungs mit gelockt wurden. Einigen Freiwilligen bleibt gar keine Wahl. Sie werden zwangseingezogen. Bei Anwerbegesprächen schließt sich plötzlich die Tür und wird von bewaffneten SS-Männern blockiert, bis sie unterschrieben haben. Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. Offizieller Start für die Nachwuchstruppe soll der 1. Juni 1943 sein. Himmler lässt die Rekruten stramm stehen. Reichsführer SS Himmler rief den jungen Freiwilligen zu: Ihr werdet wetteifern in Treue und Anständigkeit, in Mut und Beständigkeit und in der Haltung eurer Herzen. Sie tragen Uniform wie echte Soldaten, aber ihre wahre Ausbildung kommt erst noch. Der Optimismus des Kinderlieds ist bereits Geschichte. Binnen eines Jahres werden sich diese Lämmer in Wölfe verwandeln. Schon in der Hitlerjugend war es das klare Ziel, die Buben zum bedingungslosen Einsatz für den Sieg zu erziehen. Ehrgeizige junge Männer, die meisten Jahrgang 1926, geformt durch 8 Jahre ideologischen Drill. Fehlt nur noch der letzte Schliff, um gehorsame Soldaten aus ihnen zu machen. Wir hatten Hardliner als Ausbilder. Die haben uns also praktisch richtig unter Druck gesetzt. Die haben wir wirklich gehasst. Es war bei uns zum Beispiel eine schöne Sitte, dass man die Tornister, die wir hatten, da waren Ziegelsteine drin. Ne? Ich glaube, es gibt keine schlimmeren Flüche als die, die wir ausgestoßen haben. Eberhard Wenzel ist noch ein wenig verspielt, als er seine Ausbildung bei der Waffen-SS beginnt. Er kommt an Grenzen, die er vorher nicht kannte. Hinlegen, aufstehen, robben. Nach ein paar Stunden sah man aus wie ein Wildschwein. Schmutzig, dreckig, nass. Bei jedem Wetter. Ich weiß heute noch nicht, wie ich das ausgehalten habe. Physische Kraft und eine Mindestgröße von 1,68 reichen da nicht. Der Krieg, so glauben viele SS-Ausbilder, lässt sich nur mit äußerster Härte und Grausamkeit gewinnen. SS-Brigadeführer Wilhelm Mohnke verkörpert beides. Seit ihm im Kampfeinsatz ein Fuß amputiert wurde, weiß er, was Schmerz ist und wie man ihn anderen zufügt. Sein Ziel ist es, dass seine Opfer eines Tages zu Tätern werden. Rekrut Langer, damals 17, macht schmerzhafte Bekanntschaft mit Mohnkes Krücken. Mohnke schlug bei jeder Gelegenheit zu. Wenn wir erschöpft waren und kaum noch laufen konnten, haute er auf unsere Beine, bis wir ohnmächtig wurden. Es war reiner Sadismus.
Ob den jungen Männern klar ist, dass auch sie zu Gnadenlosigkeit erzogen werden sollen? Die Grundausbildung der Rekruten findet auf dem Truppenübungsplatz Bevalo in Belgien statt. Erst hier fällt die Entscheidung, eine Panzerdivision aufzustellen und nicht, wie ursprünglich geplant, eine Panzergrenadierdivision. Am 30. Oktober 1943 folgt der Name. 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend. Die Jugendlichen sind stolz darauf, zur Auslese der SS zu gehören. Noch lachen sie und erlauben sich wie Lausbuben den einen oder anderen Spaß. Wir hatten einen Kameraden, der hat den Hitler nachgemacht. Der fing dann an. Männer des Reichstags, meine Damen und Herren, ich weiß, dass der deutsche Soldat einen unheimlichen Riemen hat. Deshalb habe ich der Organisation befohlen, am Westwall Puff an Puff zu bauen. Der Reflex der Jugend, frech sein und versuchen, ein Stück Individualität zu bewahren. Aber manche zerbrechen auch an der Härte der Ausbildung. Wir hatten einen Selbstmord in Berlin. Einer unserer Kameraden hat sich erschossen, weil er konnte die Strapazen nicht mehr ertragen. Für Himmler ist es selbstverständlich, dass 16, ja sogar 15-Jährige eingezogen werden dürfen. Das sagt er vor führenden SS-Leuten. Andererseits leidet die Ausbildung der Baby Division an Materialmangel. Im November 1943 kommt ein geheimes SS-Gutachten zu dem Schluss, die 12. SS-Panzerdivision ist nicht kampfbereit. Hitler ist darüber sehr verärgert, denn die allgemeine Lage verschlechtert sich zusehends. Im Osten gewinnt die Rote Armee Schlacht um Schlacht und rückt immer näher. Dazu sorgt er sich um die Festung Europa und ob sein Atlantikwall im Westen einem Angriff der Alliierten standhalten kann. Im Westen lauert eine große Gefahr, die Invasion der Angelsachsen. Deshalb ordne ich an, die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend schneller zu bewaffnen. Der Befehl zeigt Wirkung. Die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend erhält neue Panzer und Panzerwagen. Unter dem Kommando von SS-Obersturmbannführer Witt soll der Nachwuchs an die Front geschickt werden, auch wenn es noch an erfahrenen Führern und Unterführern fehlt. Verstärkt wird die Panzerdivision Hitlerjugend durch SS-Brigadeführer Kurt Meyer, Spitzname Panzermeyer. Er stößt von der Leibstandarte SS Adolf Hitler zu der jungen Truppe als Ausbilder dazu. Meyer gilt als Kriegsheld, als einer, der keine Gefahr scheut. Der Panzermeyer war ein Draufgänger. Das war keiner, der hinten auf dem Befehl stand, sitzen und die Leute kommandiert hat. Der hat von, wie man sagt, von vorne geführt. Er war ein sogenannter Haudegen, ein Soldat, der draufhaut, der nicht lange fragt, warum, weshalb, wieso, draufhaut. Das war der Kurt Meyer. Panzermeyer gilt als hart, aber gerecht. Er schafft es, die Herzen der Jungen zu erreichen und erwirbt sich so ihre Loyalität. Das Gefühl von wir hier unten und die da oben soll sich zu einem großen Wir zusammen formen. Das war irgendwie entspannter, das war kameradschaftlicher. Wenn das Verhältnis herzlich ist und gut gemeint ist, und das spüren ja die Soldaten, die spüren das ja direkt.
Und das gilt auch für die Eltern eines Kindes. Genau das ist Meyers Ziel. Er versteht, dass viele der jungen Männer die Nestwärme von zu Hause vermissen und will ihnen das Gefühl vermitteln, gut aufgehoben zu sein. Die Offiziere mussten ein enges, familiäres Verhältnis herstellen. Sie mussten für die jungen Soldaten zu Mentoren werden. Panzermeier fordert die Jungen auch auf, fanatische Soldaten zu sein, Glaubens- und Angriffskrieger der nationalsozialistischen Idee. Wenn die uns befohlen hätten, ihr macht jetzt das, wenn ihr macht das, hätten wir das gemacht. Ohne Diskussion. Weil die Vorbilder in unserem Herzen waren und nicht nur auf der Zunge. Wissen die jungen Männer, dass ihr fröhlicher Mentor, Held und Beschützer auch eine extrem brutale und kaltblütige Seite hat? Im Februar 1943 hatte der SS-Mann an der Ostfront befohlen, ein ukrainisches Dorf dem Erdboden gleichzumachen und alle Bewohner, 872 Männer, Frauen und Kinder, ermorden zu lassen. Das Vorbild der SS-Jünglinge ist schon jetzt ein Kriegsverbrecher. Soldatenführer, ich melde Ihnen Führer und Mannschaft zur Vereidigung angetreten. Danke. Anfang 1944. Am Ende hat es nur 8 Monate gedauert, die jungen Rekruten zu Waffen-SS-Männern zu machen. Freiwillige der Waffen-SS müssen auf! Stillstand! Bei uns hat man gesagt, die Vereidigung ist der Moment, wo aus halben Soldaten ganze Soldaten gemacht wurden. Ich war schon stolz. Ein weiteres Ritual soll das Gruppengefühl und die Opferbereitschaft stärken. Die heilige Messe des Schwarzen Ordens. Am Abend ihrer Vereidigung sprechen die über 20.000 jungen Soldaten wie aus einem Munde. Ich schwöre dir, Adolf Hitler, Gehorsam bis in den Tod. Die Gesichter der frisch gebackenen, nun ganzen Soldaten tragen noch eine gewisse Unschuld in sich. Aber die Veränderung in den Reihen der Panzerdivision Hitlerjugend schreitet voran. Eine Tätowierung, die die Blutgruppe anzeigt, ist der nächste Schritt. Da war eine Krankenschwester, die hat mal mit Alkohol ein bisschen sauber gemacht. Und da kam der nächste schon und hat ja da so einen Stempel reingedrückt. Nicht so. Das war ein Holzstückchen mit so Nadeln. Das war eine Affäre von Sekunden. Ah. Nur eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall einer Verwundung. Das macht nur die SS. Blutgruppe A. Das ist Buchstabe A. Die Blutgruppentätowierung ist das Zeichen der SS-Mitgliedschaft. Die jungen Soldaten gelten als Elite des Dritten Reichs. Die 17-Jährigen unter ihnen bekommen Bonbon-Rationen statt Zigaretten, weil sie noch nicht rauchen dürfen. Sterben in diesem Alter ist aber erlaubt. März 1944. Die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend macht sich bereit. Sie ist ausgestattet mit 117 Panzern und 320 Panzerwagen. Ein Drittel weniger als angefordert, aber genug, um loszulegen. Für den Frühling wird fest mit einer Invasion der Westalliierten gerechnet. Deshalb will das deutsche Oberkommando die Einheiten der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend von Belgien an die französische Küste verlegen. Aber so ein Truppentransport ist komplex. Aufklärer müssen die Strecke erkunden. Am 1. April 1944 fahren 3 Kompanien der Aufklärungsabteilung nach Nordfrankreich. Rund 400 SS-Soldaten befinden sich mit dem Zug. Dieser nähert sich nachts dem nordfranzösischen Dorf Ascq.
22.45 Uhr. Eine Explosion. Zwei Waggons entgleisen. Die Resistance hat den Zug gestoppt. Es gibt keine Toten. Aber Angehörige der Panzerdivision Hitlerjugend werden gnadenlos Vergeltung üben. Karl Münter ist mit dabei an diesem Abend. Er ist 21 Jahre alt. Ich war hinten am Zuge und das war vorne passiert. Da habe ich mich beim Chef gemeldet. Ja. Nimm mal ein paar Mann und dann gehst raus und dann säubern sie die Straße. Die Straße säubern, also in die Häuser gucken. Aufräumen. Ein unmissverständlicher Befehl. Und er wird ausgeführt. Karl Münter gehört zu den 15% der über 20-Jährigen in der SS-Division. Er ist Unterscharführer und war vorher auch, so wie Panzermeier, an der Ostfront und Teil der Leibstandarte SS Adolf Hitler. Eux, ils étaient là, à 4-5, il n'y avait rien grand, il y en avait un petit gamin de 17-18 ans. À ce moment-là, il m'a foutu un coup de casse là, et l'autre m'a foutu un coup de botte dans les parties. Un Allemand qui faisait une d'ordneur capote. Capote. Ah oui, oui, c'était. Alors, comme il y avait un infirme près de moi, il m'a forcé de prendre cet infirme sur le dos pour le conduire jusqu'au lieu d'exécution. Parce qu'ils avaient pris jusqu'à des infirmes. Ah, jusqu'à des infirmes, oui, d'accord, oui. Il n'y avait pas de ménagement, jeune, vieux, tout y passait. Hein. Les rafales arrivaient de partout. Mon frère est tombé, j'ai tombé par-dessus lui et je suis resté sur le dos. Ils ont fini les blessés sur le terrain. Il y en avait même deux près de moi. Hein, on est venu les finir, les achever d'un coup de revolver. Et à chaque cadavre, coup de pied, coup de crosse. Et coup de grâce. Et coup de grâce. In jener Nacht töten die SS-Soldaten 86 Einwohner von Ask. Alles Männer zwischen 15 und 74 Jahren. 16 werden bei Hausdurchsuchungen erschossen, 70 weitere bei einem Fußmarsch entlang der Gleise exekutiert. Karl Münter streitet bis zuletzt jegliche Schuld ab und flüchtet sich in Ausreden. Wenn ich sie arrestiere, dann haben sie zu bleiben, bis es abgedonnert ist. Und wenn sie weglaufen wollen, müssen sie unreines Gewissen haben. Habe ich das Grund, als Bewacher sie zu schießen. Wenn ich sie getroffen habe, haben sie Pech gehabt. Angebliche Fluchtversuche sollen das Morden im Nachhinein rechtfertigen. Soldaten der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend haben ein Kriegsverbrechen begangen und nehmen es leicht. Wer will gruseln lernen? Garantierte Sicherheit bietet eine Nacht in Ask, steht in einer Zeitschrift über. Wer weiß die nächste Rabatzkneipe? Kann man die Banalität des Bösen besser illustrieren? Mai 1944. Die über 20.000 jungen Männer der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend haben ihr Lager in Nordfrankreich aufgeschlagen. Sie warten auf die entscheidende Landungsschlacht. SS-Führer wie Kurt Meyer, Wilhelm Mohnke oder Max Wünscher haben ganze Arbeit geleistet. Das waren Kameraden, mit denen man schon ein Jahr zusammen war. Wir waren alle Freunde. Wir hatten Ruhe. Die haben ja alle den Keller voll Calvados und Cidre gehabt. Und wir haben gewusst, die Invasion kommt. Und wir haben gesagt, jawohl, lass sie jetzt mal endlich mal kommen. Nicht? Wir werden die schon wieder zurückjagen. Unbekümmert und fast naiv genießen die jungen SS-Soldaten in der seltsamen Atmosphäre eines Sommercamps die Ruhe vor dem Sturm. Am 6. Juni 1944 um 5 Uhr morgens erreichen 150 Kilometer weiter die ersten alliierten Soldaten die Strände in der Normandie. Obwohl die Deutschen monatelang auf die Invasion gewartet haben, werden sie von der Operation Overlord kalt erwischt. Morgens werde ich geweckt. Eberhard, die Amis sind gelandet.
Was? Wir waren in 20 Minuten abmarschbereit. In der Annahme, genügend Reaktionszeit zu haben, hatten die Deutschen einen Großteil ihrer Panzerreserve im Landesinneren positioniert, zwischen Pas-de-Calais und der Normandieküste, den beiden wahrscheinlichsten Landungsplätzen. So auch die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend. Panzer sind ja nicht gebaut, um 150 Kilometer auf der Straße zu rollen. In Höchstgeschwindigkeit 30 Kilometer. Also das war schon ein langsamer Wurm, der sich da vorwärts bewegt hat. Für die jungen Soldaten der Waffen-SS ist es die erste in einer langen Reihe von Enttäuschungen. Sie glaubten, den Feind zurückschlagen zu können. Stattdessen gelingt es den Alliierten am ersten Tag der Landung, ihre Ausrüstung und 150.000 Mann an Land zu bringen und einen Brückenkopf zu bilden. Der britische General Montgomery hat bei der Invasion das Kommando über die Bodentruppen der Westalliierten. Die US-Truppen schickt er zur Cotentin-Halbinsel, um diese abzuriegeln. Briten und Kanadier dirigiert er in Richtung seines ersten großen Ziels nach Caen. Die Stadt ist strategisch wichtig und liegt in einer Tiefebene. Außerdem gibt es in der Nähe ein Flugfeld. Die Deutschen konzentrieren hier ihre Streitkräfte. Auch Kurt Meyer und die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend liegen nordwestlich von Caen auf der Lauer. Die Bocage-Landschaft mit ihren vielen Feldern und Hecken bietet gute Verteidigungsstellungen. 7. Juni. Einen Tag nach der Landung rücken die Kanadier auf Caen vor. SS-Standartenführer Kurt Meyer hat sein Hauptquartier in einer mittelalterlichen Abtei bezogen, der Abbé d'Ardennes. Vom Turm aus beobachtet er ihren Fortschritt. Seine Leute haben sich in einem weiten Bogen rund um das Dorf Auty verschanzt, 4 Kilometer von Caen entfernt. Meyer prahlt an diesem Tag: Kleine Fische, wir werden sie am Morgen wieder ins Meer zurückschmeißen. Feuerkommando! Batterie! Salve! Der Angriff kommt von der Flanke. Bei ihrer Feuertaufe kämpft die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend entschlossen. Dann haben wir die Angreifer gestoppt. Und das war für die Kanadier damals sehr verlustreich. Nicht? Die wollten ja den Rückzug schon anblasen. In 5 Stunden verlieren die Kanadier mehr als 400 Mann. Erste Schlacht, erster Triumph. Die jungen SS-Männer sind stolz auf ihre Trophäen. Dazu haben sie ihre ersten Gefangenen gemacht. Diese ahnen nicht, dass einige von ihnen bald tot sein werden. Jan ist 18 Jahre alt. Kurt Meyer sagte: Was sollen wir mit denen machen? Die müssen wir doch bloß durchfüttern. Noch in der gleichen Nacht werden 11 gefangene Kanadier erschossen, tags drauf 7 weitere, nach einer Befragung in Kurt Meyers Hauptquartier. Aber auch andere SS-Kommandeure sind nicht zimperlich. In den Tagen nach der Invasion töten Soldaten der Division Hitlerjugend mindestens 156 kanadische Kriegsgefangene. Wenn ich den Befehl erhalten hätte, denn wenn ich Nein gesagt hätte, wäre ich irgendwo im Strafbataillon gelandet oder die hätten mich erschossen. Verweigern war nicht drin. Das heißt, das, was angeordnet wurde, wurde dann auch durchgeführt. Ich bin froh, dass ich nicht in die Situation kam.
Ich frage mich heute, was hätte ich getan? Feuern! Salve! Die 18 Exekutionen am 7. und 8. Juni 1944 auf dem Gelände von Meyers Hauptquartier gehen als Massaker in der Abbaye d'Ardenne in die Geschichte ein. Im Château d'Audrieux, einem anderen Hauptquartier, werden 26 Kanadier exekutiert. Das SS-Panzergrenadierregiment 26 unter Wilhelm Mohnke tötet weitere 50 Kriegsgefangene mit Maschinengewehren. Infolge der Massaker durch die Panzersoldaten der SS-Division Hitlerjugend kommt es auch auf alliierter Seite zu Racheakten gegenüber deutschen Kriegsgefangenen. Die junge SS-Truppe erkämpft sich bei Montgomerys Männern nicht nur den Spitznamen The Baby Division, sondern auch den Ruf als brutale Kämpfer. Die von der Hitlerjugend waren die schlimmsten. Sie waren gut und sie waren fanatisch. Durch sie konnte jeder Tag mit einem Desaster enden. Eine kanadische Einheit hatte einen Obstgarten besetzt. Da gab es ein Fass mit Calvados. Den ließen sie sich schmecken. Mit den Deutschen hatten sie nicht gerechnet und konnten keine Gegenwehr leisten. Die meisten wurden erschossen oder mit dem Bajonett erstochen. And that's how they dealt with the Canadians. Hat echt Angst gemacht. Montgomery wollte Caen direkt nach der Landung einnehmen. Aber die deutsche Gegenwehr, unter anderem von der Panzerdivision Hitlerjugend, macht das sehr viel schwerer. Die Alliierten rüsten zum Angriff mit Unterstützung aus der Luft. Jan Bäume entastet und nahm die Äste auf die Panzer gelegt. Ohne dem war gar nichts zu machen. Also der hätte keinen Meter fahren können. Und sie müssen weiter. Denn Kurt Meyer hat einen Plan. Er schickt 250 Soldaten in das Dorf Bretteville. Seit Beginn der Invasion sind erst 3 Tage vergangen. Können sie diese Stellungen einnehmen, sind sie in perfekter Position, um die Westalliierten daran zu hindern, Caen zu erobern. Die Teenager stürzen sich in die Schlacht. In einem der Panzer sitzt Eberhard Wenzel. Er ist 19 Jahre alt und hält sich für unverwundbar. Er glaubt an das, was man ihm beigebracht hat und an die Unbesiegbarkeit der deutschen Panzer. Ich habe mir gedacht, wenn man ein Fahrzeug hat, das gepanzert ist, wo Panzerplatten davor sind und eine große Kanone drauf ist, dann ist das besser. Oder man ist besser geschützt. Das war ein völliger Irrtum. Sondern man ist mehr Angriffsziel als alles andere. In Bretteville sind es diesmal die Kanadier, die auf der Lauer liegen. 1000 schussbereite Soldaten, 4-mal so viele wie die Deutschen. Ein einziger Panzer ist etwas auf der Straße reingefahren in die Ortschaft und wurde sofort abgeschossen. Der Turm fliegt weg, der Panzer brennt aus, alles tot. Und dann sagt der Kompaniechef, Schmetterling 2, rechts vom Kirchturm, eine Pack, machen Sie die fertig. So, der Panzer fährt vor. Und weil er gerade aus der Luke oben rausguckte, aus der Kommandantenluke, mit dem Fernglas, und den Feind beobachtete, eine Packgranate riss ihn den ganzen Kopf weg vom Hals, weg war er,
fiel der Rumpf von da an in den Panzer runter auf meinen Freund Heinz Rohrbach darauf. Und er bekam das ganze Blut aus den Arterien. Alles über die Uniform, über den Körper, den Kopf, alles war total versaut. Der war so fertig, der Bursche. Der hat nur noch gezittert. Von den 250 jungen SS-Männern kommen 150 ums Leben. An diesem Tag erkennen Hitlers Teenager die eigene Sterblichkeit. Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich für Magenschmerzen hatte. Der brutale Kriegsalltag verjagt den Hauch von Abenteuer. Die Dinge haben sich geändert. Aus Jägern werden Gejagte. Überall lauert die Gefahr. Und die Luftangriffe nehmen zu. Eines Tages, so morgens, wir waren zurück zur Einheit, sagte der Chef. Ich fuhr, du guckst links raus, ich rechts. Die ersten Kilometer geht das auch prima. Mordwaffe im Geschoss. Ich habe die Tür aufgestoßen und mich rausfahren lassen. Die Machtverhältnisse kippen weiter. Die Luftwaffe ist den alliierten Luftstreitkräften hoffnungslos unterlegen. Ab Mitte Juni wird es bei der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend an allen Enden knapp. An der Küste landen derweil 40.000 Männer und 7.000 Fahrzeuge pro Tag. Die Amerikaner haben ihre Fahrzeuge und die Engländer haben ihre Fahrzeuge stehen lassen, haben 20 neue gekriegt. Wir haben keinen Nachschub gekriegt, weder an Material. Wenn bei uns ein Panzer abgeschossen wurde, da wurde nachts, wurde der durch einen Spähtrupp wieder ins Lager gebracht, wurde repariert. Das war der Unterschied. Dann hat sich der Gedanke schon eingebürgert. Und dann hat man schon unter sich gesagt, dieser Krieg ist nicht mehr zu gewinnen. Das ist eine Tatsache. Ein schwer fassbares Eingeständnis für die strammen SS-Soldaten. Von klein auf hatten sie die Idee von Gehorsam verinnerlicht und die Bereitschaft, jederzeit ihr Leben für den Nationalsozialismus und für Adolf Hitler zu geben. Selbst Verbrechen wurden ihnen als Tugenden verkauft. Wilhelm Mohnke mit seinen Orden. Kurt Meyer, der sie zum fanatischen Heldentum angestachelt hat. Wir haben das Beispiel gesehen, dass ein junger Kerl in Selbstaufopferung einen Panzer ansprang und leider mit diesem Panzer zusammen in die Luft flog. Aber er hatte den Weg gebahnt für seine Kameraden, die da in Schützen eingeschlossen waren und so ihre Freiheit wiederbekommen haben. Indoktriniert seit frühester Kindheit. Bei den jungen Soldaten ist die gewünschte geistige Militarisierung entsprechend der nationalsozialistischen Ideologie tief verankert. Sie sind Geschöpfe nach Hitlers Idealbild. Die harte Realität des Kriegsalltags raubt vielen die Jugend oder gleich das Leben. Es war schon bitter, wenn man abends zurückkam und hat gesagt, wo ist der Heiner, wo ist der Karl? Da hieß es, der ist gefallen und der ist vermisst oder der ist verwundet. Bis man einen dann selbst erwischt hat. Nicht? In der Normandie fallen jeden Tag mehr als 130 deutsche SS-Teenager.
Aber wir haben geschworen auf den Adolf Hitler, im Notfall fürs Vaterland zu sterben. Und das haben wir gemacht. Ich habe geschworen, ich darf nicht weglaufen. Ich musste ja hinterher weiter kämpfen im Krieg. Das ist sie also, die erschreckende Realität einer Generation, die ab dem 10. Lebensjahr Themen wie Treue zum eigenen Blut, Kampf und Auslese oder Treue zum Führer eingetrichtert bekommen hat. We had a lot of trouble with snipers. Am schlimmsten waren die Scharfschützen. Diese jungen Kerle lauerten in den Bäumen. And they would wait for the opportunity. Sie warteten nur darauf, uns in den Rücken zu schießen. More than anything, rather than the front. Montgomery hatte gehofft, Kahn innerhalb von einem Tag einnehmen zu können. Tatsächlich dauert es über einen Monat. Am 7. Juli 1944 befiehlt er einen massiven Luftangriff. Dadurch sollen die deutschen Stellungen nördlich von Kahn zerstört werden. Doch es trifft auch Vororte im Norden der mittelalterlichen Stadt. Bei dem Flächenbombardement wirft die britische Air Force Bomben mit einem Gesamtgewicht von 2500 Tonnen ab. Wir wollten unsere Soldaten unterstützen, aber mit den Bomben haben wir fast 3000 Zivilisten getötet. In der Stadt türmen sich Berge von Trümmern. Tote und Verletzte werden geborgen. Trotzdem macht sich Erleichterung breit. Die Briten nehmen einen Teil von Caen ein. Und das Flugfeld von Carpiquet, das die 12. SS-Panzerdivision unter hohen Verlusten verteidigt hatte. Bis Kurtmeier beschloss, den Rückzug anzutreten. Damit ignorierte er den Befehl, das Flugfeld und die Nordlinie von Caen zu halten. Ich bin verwundet worden auf einer Fahrt und bin abgeschossen worden von einem kanadischen Spähwagen. Und ich habe da die Splitter so in Brust und Arm bekommen. Da war für mich die Normandie-Schlacht beendet. Etliche von Bissoirs Kameraden gehen in Gefangenschaft. Für sie ist die Reise hier zu Ende. Glück? Immerhin zählt ihre Division bisher rund 4000 Tote, 8000 Verletzte und viele Vermisste. In der Normandie hängt der Gestank des Todes in der Luft, auch von Tieren, die Opfer des Krieges geworden sind. Da liegen die gestorbenen Kühen auf der Straße und nachts fahren die Panzer drüber. Dann habe ich gesehen, wie das Fleischfetzen in den Ketten der Panzer drin hängt. Und tagsüber kommt die Sonne raus und es wird warm und das fängt an zu stinken. Das ist das, was mich auch irgendwie manchmal zum Kotzen bringt. Das ist das Grässliche. Als Caen endlich befreit ist, werden die Stadt und ihr Flughafen zum Ausgangspunkt der Befreiung Westeuropas. Die Nachschubroute der Alliierten ist vorerst gesichert. Sie rücken mit Mann und Material weiter vor, während Meyer, der durch den Tod von Witt inzwischen Divisionskommandeur ist, mit seiner angeschlagenen Truppe erst einmal in Richtung Süden ausweicht. Anders als die Westalliierten können die Deutschen ihre Verluste nur schwer ersetzen. Das hindert Mitglieder der Panzerdivision Hitlerjugend aber nicht daran, weitere Massaker auf ihrem Weg Richtung belgischer Grenze zu verüben. Aus Rache für einen Angriff der Resistance setzen sie am 30. August gemeinsam mit Mitgliedern der Leibstandarte SS Adolf Hitler in Tavaux-Häuser in Brand und ermorden 20 Zivilisten. Tags darauf folgen 14 Einwohner von Plomion. Am 4. September töten sie in einem Dorf südlich von Namur in Belgien 23 Zivilisten, vergewaltigen zwei Frauen und setzen Häuser in Brand.
Sollten die gemeinsamen Verbrechen von erfahrenen SS-Führern und jungen SS-Soldaten das Band in der Division Hitlerjugend festigen? Hitler glaubt im Herbst 1944 weiterhin an den Endsieg und verlangt das auch von der deutschen Bevölkerung und seinen Soldaten, die geschworen haben, für ihn ihr Leben zu geben. Einige von denen, die damals dabei waren, können kaum fassen, wie blind sie waren. So auch Hans Baumann, der eigentlich bloß Polizist werden wollte. Ich muss zugeben, ich gehörte zu denen, die mitglaubten, dass irgendwo ein Wunder geschieht. Am 16. Dezember 1944 startet Hitler die Ardennenoffensive. Die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend ist mit dabei. Genauer gesagt, das, was von ihr übrig ist. Wenn ich überlege, mit welchen Voraussetzungen wir in die Ardennen gefahren sind, dann war das schon straffällig. Und letztendlich ist die ganze Sache wegen Spritmangel liegen geblieben. Die jungen SS-Männer sind bloß noch Kanonenfutter. Kurt Meyer befindet sich zu diesem Zeitpunkt schon längst in Kriegsgefangenschaft. Nach dem Scheitern der Ardennenschlacht stopft der Rest der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend nach verschiedenen Auffrischungen Lücken in Ungarn und Österreich und kämpft weiter. Als Hitler sich am 30. April 1945 selbst tötet, geht für die jungen SS-Männer eine Welt unter. Das ist nicht einfach, das zu verdauen. Es war etwas, als hätte man uns etwas abgenommen. Es ist auch manche Träne geflossen. Da kann ich nur zu sagen, ja, wir standen dann alle etwas hilflos da. Was jetzt? 8 Tage später, am 8. Mai 1945, kapituliert die Wehrmacht. Und mit ihr die Überreste der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend, die sich in US-Gefangenschaft begibt. Die Amerikaner, die schrien, ah, du SS, Arm hoch. So, und da musste man die Arme hoch machen. Und dann haben die nach der Blutgruppe gesucht. Natürlich haben sie uns dann aussortiert und haben gesagt, du SS, weg. Von den 20.000 Soldaten der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend, die von Anfang an dabei waren, ist nur noch ein Bruchteil übrig. Werden sie irgendwann kritisch über ihre Rolle, ihre Vorbilder und Vorgesetzten nachdenken? Im Dezember 1945 muss sich Kurt Meyer vor einem kanadischen Militärgericht verantworten. Er ist angeklagt als einer der Verantwortlichen für den Mord an kanadischen Kriegsgefangenen und wird zum Tode verurteilt. 1949 findet in Frankreich der Prozess zum Massaker von Arsk statt, bei dem 86 Zivilisten von Mitgliedern der Panzerdivision Hitlerjugend ermordet wurden. 9 ehemalige SS-Männer werden zum Tode verurteilt. Ihre Todesurteile sowie auch das von Kurt Meyer werden aber in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Kurt Meyer kommt 10 Jahre später frei. Und Karl Münter, in Abwesenheit zum Tode verurteilt, lebt bis zu seinem Tod im Jahre 2019 unbehelligt in Deutschland. Er wird 96. Einige Verbrechen werden nie gesühnt. Aber für manche Einsicht ist es nie zu spät. Wenn der Krieg zu Ende war, war man ja auch um einige Jahre reifer. Dachte schon mal mit. Wir haben ja vieles als Junges angenommen und als richtig empfunden, was es nicht war. Ich habe das damals geglaubt und ich war dabei mit Begeisterung. Aber jetzt sehe ich ein, dass es falsch war. Wir wussten nicht, wo das Recht liegt. Ich meine, dass das Ganze eine Tragödie war.
ein Drama, ein... Das darf sich nie wiederholen, um Gottes Willen. Auch wenn einige der ehemaligen SS-Angehörigen ihre Rolle und die des Nationalsozialismus heute kritisch sehen, es gibt immer noch viele, auch Nachgeborene, die die Verbrechen, die in Hitlers Namen begangen wurden, leugnen oder schönreden. Die Gräueltaten und das Leid von Hitlers jugendlicher Elitetruppe zeigen, wie leicht sich Menschen von Ideologie und vermeintlichem Heldentum verführen und brutalisieren lassen.